Der 6. Mai war für den Geschäftsführer der Technischen Werke Freital, Jörg Schneider, ein besonders glücklicher Tag, denn es wurde Richtfest im Heinz gefeiert. Nach nur 7 Monaten Bauzeit ist die erste Etappe auf dem Weg von der Schwimmhalle zum Erlebnisbad für alle Generationen geschafft. Er dankte in seiner Rede allen am Bau Beteiligten. Auch der Freitaler Oberbürgermeister Klaus Mettig und Planer Bert Hofmann waren sich bei ihren Grußworten einig. Hier entsteht in kürzester Zeit etwas Großartiges für Freital. Traditionsgemäß wurden dann symbolisch von den drei Herren die Nägel ins Holz getrieben und anschließend gab es den Richtspruch der Bauleute. Die Firma Baukonzept Planungsgesellschaft MBH hat das Erlebnisbad geplant. Auch für sie eine anspruchsvolle Aufgabe. Na, zum einen ist der Anspruch, dass relativ wenig Zeit im Bad verloren geht, dass das Bad nicht genutzt werden kann. Zum anderen ist ein großer Anspruch natürlich die räumliche Begrenztheit. Wir haben auf der einen Seite die Eisbahn, auf der anderen Seite haben wir das Bestandsgebäude. Und sich dazwischen zu entwickeln, das ist natürlich schon anspruchsvoll. Es gibt einen Haufen Zwangspunkte, die sind zu beachten und das haben wir getan und jetzt sehen wir, was hier nach oben gewachsen ist. Sie haben auch ganz kurz skizziert, wie es jetzt weitergeht. Könnten Sie uns das nochmal sagen, bitte? Ja, also in wenigen Tagen wird die Dachhaut aufgebracht. Das werden Trapezbleche sein. Dann wird die Dampfsperre darauf kommen, die Wärmedämmung und die Abdichtung. Es folgt dann der Einbau der Glasfassade. Wir werden dann das Gebäude von außen dämmen. Es gibt dann im Inneren die Fußbodenheizung, den Fußbodenaufbau. Zwischenzeitlich werden die Beckenteile, die hinter uns stehen, miteinander verschweißt. Es kommt dann ganz zum Schluss der Boden hinein. Parallel wird bereits im Untergeschoss schon die Wassertechnik montiert, die Lüftungsanlage erweitert und die Elektroverteilung hier angebracht, dass wir dann später auch mal Licht und ordentlich Musik hören. Das sind so die nächsten Schritte. Das Fliesen wird dann erst im 4. Quartal, das sind so die letzten Arbeiten, passieren. So ein Projekt ist ja auch natürlich immer vom energetischen Standpunkt zu betrachten. Gibt es da eine besondere Bauweise, besondere Materialien, besondere Stoffe, die Sie hier verwenden? Nun gut, energetisch betrachtet ist der Anteil der Transmissionswärmeverluste bei einem Schwimmbad sehr gering. Das meiste, was Sie einsparen können an energetischen Aufwendungen, können Sie im Betrieb der Badewassertechnik tun und in der Wärmerückgewinnung aus den Lüftungsanlagen. Dadurch, dass wir hier eine sehr kompakte Hülle haben, haben wir natürlich auch Voraussetzungen geschaffen, dass selbst die Transmissionswärmeverluste gering sind. Aber das ist bei einem Schwimmbad mit Raumtemperaturen um 30 Grad bzw. 32 Grad ein sehr anspruchsvolles Projekt. Jetzt natürlich zum Schluss die wichtige Frage, ist es realistisch daran zu glauben, dass Sie wirklich dann in der ersten Dezemberwoche hier die ersten Gäste rutschen und baden lassen? Gut, wir arbeiten daran und im Augenblick ist das noch realistisch. OB Mettig war die Freude am Termin im Heinz anzusehen. In seiner Amtszeit, die ja bald endet, ist dieses anspruchsvolle Projekt, welches auch den Tourismus in der Stadt ankurbeln soll, auf den Weg gekommen. Ich denke, das war eine gute Entscheidung vom Stadtrat. Technische Werke, guter Partner, städtische Gesellschaft, was passt mir? So ein Termin nehme ich natürlich gerne wahr. Das ist zukunftsweisend für den Tourismus, für die Familien in Freital, dass es attraktiv wird, ist ganz wichtig, dass wir etwas Neues machen. Die Kinder sind ja nun immer etwas Neues und sie gucken dorthin, wo Rutschen sind. Freital hatte keine Rutsche, jedenfalls nicht so eine attraktive, also ein Zagrode, ja. Das ist auch schon alles alt, das kennen wir ja schon und die Kinder wollen Neues. Da bin ich eigentlich sehr stolz drauf, dass wir heute den Termin hier wahrnehmen können in meiner Amtszeit. Ich denke, vielleicht kann ich dann mal als Badegast durch die Rutsche rutschen, wenn ich durchpasse bis dahin. Aber ansonsten freue ich mich. Ein guter Termin. War das sehr schwer, den Stadtrat für dieses Projekt zu überzeugen, zu begeistern? Oder ging das relativ schnell? Es ist nie einfach, so eine Entscheidung vorzubereiten. Herr Rausch, Herr Schneider haben das gut gemacht im Vorfeld. Der Stadtrat muss dann mitgenommen werden und der Aufsichtsrat. Es sind ja größere Geldmengen, die dann natürlich auch, wenn man es echt nimmt, im Stadthaushalt an einer anderen Ecke, ich will die Sachen fehlen, aber nicht zur Verfügung stehen. Aber ich denke, die Attraktivität ging vor. Die Wirtschaftlichkeit, die werden wir in der Zukunft sehen, dass das natürlich nie hier eine riesen Geldeinnahme für Freital wird. Aber da gibt es so viel Zuspruch, auch jetzt schon aus der Bevölkerung, dass ich sage, das Geld ist es jetzt schon wert, dass wir die Entscheidung getroffen haben. Die Planer und Baufirmen haben bis jetzt ganze Arbeit geleistet. Wenn das so weitergeht, dann sollte der Eröffnung Anfang Dezember nichts mehr im Weg stehen. Dann werden die ersten Gäste das Erlebnisbad in Besitz nehmen und Freital wird mit der größten Wasserrutsche in der Region punkten können.